In der deutschen Sprache gibt es viele Begriffe, die einen interessanten Inhalt in sich tragen, wenn man darüber nachdenkt. Und eines der Worte, über die ich jetzt in letzter Zeit nachgedacht habe, ist das Wort Herausforderung. Herausforderung. Wenn etwas uns herausfordert, erleben wir alle. In der Regel mögen wir ja Herausforderungen nicht. Warum? Weil es etwas ist, was uns aus etwas herausholt, wo wir drin sind. Es fordert uns auf, herauszukommen. Komm heraus aus dem, wo du drin bist. Komm heraus aus deiner Höhle, komm heraus aus deinem Gefängnis, komm heraus aus dem Versteck, aus der Bindung. Wenn Gott Herausforderungen in unserem Leben zulässt, dann vielleicht gerade deshalb, damit wir aus der schlechten Situation, in der wir uns so arrangiert haben, heraustreten, herauskommen und in etwas Neues hineingehen können. Der Herr hat Neues für uns und oft gelangen wir dorthin genau über den Weg von Herausforderungen. Beispielsweise hat Elia in der Bibel, als er vor Isabel geflohen ist, sich auf den Weg gemacht und ist in die Wüste gewandert und hat sich dann in einer Höhle es gemütlich gemacht. Hat sich in einer Höhle verschanzt. Und da sagt der Herr zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und was dann folgte, war eine gewaltige Gottesoffenbarung. Aber Elia war erstmal in der Höhle. Und Gott sagt: Komm heraus. Komm heraus. Das ist eine Herausforderung. Er fordert, herauszukommen. Und ich glaube, dass es vielen von uns so geht. Wir haben uns irgendwie in einer Höhle verschanzt. Von Selbstmitleid, von Trauer, von Depression, von Mangeldenken, von Enttäuschung, von irgendwas. Und Gott sagt: Hey, komm heraus. Du brauchst da nicht drin zu bleiben. Du brauchst das nicht, dass diese Höhle dein Lebensumfeld ist. Du kannst heraustreten. Du kannst auf ein freies Feld treten vor mich, wo ich mich dir zeige, wo du mir begegnest. In dem Sinne glaube ich, dass Herausforderungen in unserem Leben etwas sehr Gutes sind. Und Gott mag es, uns herauszufordern. Lehne Herausforderungen in deinem Leben nicht ab. Lehne es nicht ab, in etwas Neues hineinzugehen. Der Herr hat was Besseres für dich. Der Herr hat was Neues für dich. Nimm das, was dir jetzt gerade in dieser Situation eine echte Herausforderung ist. Nimm es einfach im Vertrauen auf den Herrn mutig und kühn an. Du wirst sehen, es wird besser sein als das, wo du jetzt drin gesteckt hast. Der Herr will dich rausholen und etwas Neues hineinbringen. Herausforderungen sind sehr gut. In dem Sinne, lass dich herausfordern, denn Gott hat mehr für dich.